Hubschrauber fliegt wohl zum Evakuierungszentrum. Hast wohl recht. Los, wir gehen auch zum Einkaufszentrum. Da die Gerüchte offenbar wahr sind, halte ich es für schlau, wenn wir uns bis an die Zähne bewaffnen. Welche Gerüchte meint denn diese junge Dame? Wahrscheinlich den Zombie-Terror? Gute Frage! Sehr gute Frage. Liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Der Gronkh, der Sergeant Rumpel und der Sarazar bei Let's Play Left 4 Dead. Diesmal mit der Kampagne des zweiten Teils und wir sind natürlich wieder bereit, aufzuräumen und sowas in der Art. Genau, die Zombies zu schnetzeln. So, wir sind ja wieder bei Far Cry, ne? Sehe ich richtig, oder? Nein. Bist du nicht so ganz falsch? Sarazar, darf ich dir einen Tipp geben? Ja, aber jetzt immer für den Anfang, noch. Nimm zwei Knarren. Pistolen mit, ja. Zwei Knarren genau. Mitnehmen, weil oder drei. Nimm am besten gleich drei Knarren, mit dem dritten Arm auch noch eine. Weil sonst hast sehr du gut, keine das ist eine gute Sache. So, der Rumpel läuft wieder vor. Ambition. Genau. Und die Alte hakt wieder hinterher, wie immer. Wir können uns ja mal ganz kurz vorstellen hier, der Gronkh. Ich bin der Dicke. Ist ein Fettsack. Ist ja, Dicke. Natürlich. Also wie, alles wie immer. Natürlich. Sergeant Rumpel ist Larry Leffer in jungen Jahren. Sergeant Rumpel, der sieht nicht wirklich aus wie Sergeant Rumpel, aber egal. Obwohl, und doch, lass ihm so einen langen Bart wachsen noch. Und ja, Sarazar ist so ein abgehälfterter Drogentyp. Also alles leider, wie immer. Es gab hier leider keinen mit Bart. Kein Charakter mit und Bart. Und Zoe, die gute Zoe, ist halt irgendwie ein bisschen lang unter der Sonnenbank gewesen. Aber steht die ja. Ja, absolut. Heiße Mutti. Nein, das ist natürlich die heiße Rochelle oder Rochelle. Oh, da sind ja wieder, wir sind zurück im Business, Freunde. Ach ja, ich muss mich ja ducken. Ah, oh, ich hab's vermisst. Ich auch. Ja, ich auch irgendwie. Aber oh, jetzt habe ich gerade mal dem Rumpel in den Arsch geschossen, wo da Freude. Ja, das habe ich auch vermisst. Sehr sogar. Boomer! Vorsicht, Hunter! Natürlich, das habe ich auch wieder vermisst. Ach, wie geil, Alter. Ist ja richtig cool. Das Game geht schon gut ab, immer noch. Auf jeden. Ich freue mich richtig, wieder hier zu sein. Es geht weiter, liebe Freunde, mit unserer neuen Runde. Oh, wir sind wieder zu Hause, juhu! Oh, wir haben Incoming. Aber richtig. Ja. Alter, ich bin gar nicht mehr gewohnt, dass da so viele Gegner auf einmal auf mich einpreschen. Und da, wir haben bisher noch keine Bugs gehabt, was ist denn hier los? Boah, ich muss erstmal wieder auch echte Maustaste und sowas, damit habe ich für vorher andauernd gezielt und anvisiert wieder. Gibt's ja dann gar keine, immer noch keine Maschinenpistolen, keine automatischen. Jeder schnappt sich eine Waffe. Das finde ich auch eher schade, muss ich ja sagen. Aber da ist eine Magnum. Aber hier ist eine Magnum, genau. Die nehme ich Mandeln. Mit. Och, ich wusste es. Er kann nicht widerstehen. Ja, komm. Letztes Mal hast du den zum 80. Mal gebracht. Alter, hier ist aber ein schönes. Das nicht immer nur auf meine Kappe. Guck mal hier, Alter, komm mal raus hier. Wie schön das hier ist einfach. Wollen wir hier nicht irgendwie. Hier sind doch die Mieten jetzt günstig, jetzt können wir doch hier bestimmt ein Zimmer beziehen. Hier, guck mal, mit Balkon, mit Aussicht. Ich hole halt nochmal kurz die Boomer-Kotze. Hab ich gesehen, ja voll geil, ne? Boah, schön! Ah, ja, da müssen wir übrigens überall durch, da wo es aus den Fenstern brennt, da müssen wir hin. Was? Wieso? Wir müssen runter. Ist da Barbecue oder was? Ne, wir müssen raus aus diesem Gebäude. Da wird bestimmt Bratmaxe gegrillt. Bratmaxe. Oh mein Gott, Alter. Fängt die Stimmung an hier. Ah. Ich wollte gerade zielen und schlag voll drauf ein. Vorsicht. Ja. Boah, Alter, Spitter! Oh nein. Die Bitter. Alter, wie hässlich die Spitter auch sind. Guck dir die mal an aus der Nähe. Die sind echt ulkig. So, ich hab grad mal Zoe gerettet. Ach, Zoe sag ich schon. Schnauze, Wichser! Wichser, alles Wichser, ihr toten Wichser! Hier die Klopapier. Das ist voll wichtig in so einer Survival-Moment. Ja, das stimmt, ey. Du kannst ja nicht immer am Boden kacken. Klopapier ist Gold wert, Alter. Das kannst du verkaufen. Guck mal, der rennt einfach durch. Gebrannt! Oh Mann, ey. Stopp dir mal wieder das Maul, ey. Incoming! Ihr Wichser! Wichser, alles Wichser! Oh, ich hab den Gronkh in den Arsch geschossen. Das mag ich. Das stimmt. Das ist nichts Neues. So, Rochelle, tschüss. Geh mal runter. So, gehen wir jetzt weiter? Oder? Ich höre. Ich hab gehört, du schaust mir auch öfter mal beim Duschen zu, habe ich gehört. Ja, natürlich. Das finde ich sehr erotisierend. Ich weiß ja nicht, wer da am schlimmsten war. Alter! Oh, Jockey! Hilfe, Jockey! Hilfe! Und Boomer! Ey, was ist hier das? Ach. Warte, ich werde. Ach du Scheiße, Alter! Ich werde gerade ein bisschen. Alter, der Gronkh sieht ziemlich eklig aus, ey. Ich habe eine Boomerball geworfen. Die laufen jetzt gerade zur Boomerball. Vielen Dank. Bitte. Und ich, Sarazar, geh mal auf den Ich habe das Gefühl, er ist gleich incoming. Ne, da ist sowieso incoming, weil du ja Boomer-mäßig unterwegs warst. Hier ist übrigens eine hervorragende Stelle im Versus-Modus, um mit dem Charger jemanden aus dem Fenster herauszubrechen. Durch die geschlossene Tür hindurch. Ach du Scheiße. Raus ist er sofort weg und tot. Das ist bestimmt voll gesund. Ja.
So, das ist nämlich ziemlich geil. Ich merke dieses Level, weil es mit den Feuereffekten. Oh! Spittinger! Spittinger? Spitting Image. Oh, der hat mich richtig übel erwischt. Ich Was? Nicht die Tür. Bin aber eine heiße Type. So, jetzt habe ich natürlich den. Warte mal, lass mich noch mal kurz nach oben gehen. Was? Da liegt bitte? Noch irgend. Warte, zurück. Da nach oben? Bist du Herzschrittmacher. Bekloppt? Da liegt noch ein Herzschrittmacher rum. Den Alter, Junge! Den wirst du brauchen, wenn du nach oben gehst. Na, dann scheiße ich drauf. Komm. Ja, was? Jetzt sind wir alle nach oben gelaufen. Ja, ist jetzt egal, komm. Wurscht. Also, wir müssen hier rein. Da war ich doch gerade. War nicht so schön. Ich nehme hier nochmal die Schmerzmittel mit. Vorsicht, Charger. Babuma! Fuck, der hat mich erwischt. Und das auf dem Balkon. Okay, bleib von der Tür weg. Genau, komm hier rein, Sarah. Wenn du kannst. Ja, ich bin hier drin. Stell dich bestenfalls in der Ecke. Ich bin am Balkon hier. Alles gut. Mach's mir gemütlich. Oh, Jockey. Ja, das war's ja schon. Lade noch! Lade noch! Also, Lade noch! Sarah, bleib hier. Wann kriegen wir eine Maschinenpistole, Rumpel? Oh, wenn du. Vorsicht! Dann vielleicht bald. Rumpel, wann kriegen wir endlich eine Maschinenpistole? Genau, nimm dir das mal mit. Alle wollen Maschinenpistole haben! Oh. Wer will die Kettensäge? Ich will sie nicht, glaube ich. Ich will eine Maschinenpistole. Nimm mal die Kettensäge, Sarah! Das kann ich viel Spaß bringen! Ey, wo seid ihr hin? Ich bin hier gerade auf dem. Durchs Fenster. Aber ich brenne. Der Rumpel läuft wieder voraus, aber weißt du? Ich brenne. Ich hab einen Splitter weg. Vorsicht, Rumpel, ich hab hier eine MG in Kettensägenform. Ja, in der Hand. Dann, warte, lass mich mal ein bisschen sägen. Geh mal sägen. Ja, komm, Sarazar, gönn dir mal den Spaß. Ich hatte ja mal das erste Level, da kann man richtig schön hier. Oh, ich hab mich halt irgendwas angekotzt. Oh, ja, das war ein Boomer. Du hast einen Boomer zur Quote gesehen. Oh, ich bin irgendwie. Irgendwer hat mich gepackt. Oh ja, der irgendwer hat mich da richtig fett gepackt. Ey, los geht's, weiter mit der Säge. Pack aus das Ding. Du siehst übrigens sehr gesund aus, Sarazar, ne? Wollte ich mal sagen. Pack aus das Ding. Hier, nimm dir mal das Adrenalin. Warte, die Rochelle, die heilt mich. Die Rochelle, die heilt mich. An was erinnert mich denn das? An irgendwas erinnert mich das. Pack das Ding. Wahrscheinlich im Porno. Neulich im Ferienlager. Das war die Querflöte. Müssen wir nicht in den Fahrstuhl? Sag mal, wir müssen noch in den Fahrstuhl. Hier ist auch eine gute Stelle übrigens für den Charger wieder. So, hier runter super. Und raus. Boah, ich kann das Spiel überhaupt nicht mehr plötzlich. Also ich konnte es ja noch nie wirklich, aber jetzt kann ich es gar nicht mehr. Ich bin gerade auch ganz neu hier sozusagen. Ja? Ich auch. Also, wir kennen uns gar nicht. Ey. Wer seid ihr denn? Ich bin Alice gerade vorgestellt in dem. Meine Freundin nämlich Couch. Und euch? Also ich bin Couch. Alice. Oh, irgendwer stinkt hier. Ja, ich hab Gronk. Nee, Mann, das sind meine Füße. Ich hab Mundgeruch, glaube ich. Die Rochelle ist echt eine Süße. Die finde ich echt Zucker hier. Nützlich Zucker, sagt man doch so, ne? Brown Sugar, wie man so schön sagt. Also ich brauche hier drin bleiben, Leute. Drin bleiben, ey, okay, hier drin bleiben. Ich hab die MG, die eine Kettensäge ist. So, jetzt hier einmal kurz raus, die Maschinenpistole nehmen und wieder zurücklaufen. Ach so. Welche? Ey, nee, ich nehme die Kettensäge, komm, ist besser. Die rennen da alle rein. Ja, Scheiße. Bleib sitzen. Aber irgendwer trifft mich hier. Ja, du musst sitzen bleiben. Hammer, das ist der Hammer. Das ist ja der crazy Shit, Alter, was hier los ist. Das ist der crazy Shit in the house. Das ist schon relativ stylisch hier. Alles verraucht, alles brennt und tausende von. Man sieht nichts. So. Okay, ich schnapp mir die Wummi. Alter, ist ganz schön mies hier, ne? Ja. Fiese. Können wir nochmal schnell Muni? Man sieht vor allem nur so wenig. Rumzetti, bleib mal ein bisschen nah beieinander. Ja, du läufst doch gerade so, hier gibt's nämlich. Boah. Da liegt ein Health Pack. Hier gibt's doch Shotguns, wenn jemand. Aha, ich hab's. Bleib bei der hier. Ich glaube auch bei der. Ich glaube auch der Einzige. Er sagt, haha, ich hab's. Er ist der Einzige, der Slot frei hat. So sieht's aus. Für einen Health Pack. Wir wissen ja auch alle warum. Warte mal, da muss ich mal meine Schweinelache kurz machen. Was war das? Hat das Soundboard wieder dabei? Kennt ihr so Leute, die immer so lachen? So. In Wald spielt Sarazar gar nicht mit, das ist nur mein Soundboard. Meine Oma. Das ist mir doch gerade passiert. Deine Oma, Alter, lacht so, ne? Ich sehe gar nichts hier. Hier ist noch ein. Hast du Pillen? Die Omi. Die Omi vom Rumpel ist zurück im Haus, ey. Ja, bitte, Vorsicht, da liegt gerade Pampe im Türrahmen. Hunter! Hab ich. So, gehen wir weiter oder was? Natürlich, Alter. Der kann nichts, ey. Der kann einfach nichts.
Doch, der kann. Aber das kann er ganz gut. Das kann er gut. So, gleich. Alter, hier stinkt's. Ja. Müssen wir nicht eigentlich alle. Ey. Wir müssen doch alles, um das realistisch zu machen, müssen wir jetzt alle ohnmächtig zusammenbrechen, oder? Nee, wir müssen vor allem Rauchvergiftung. Die ganze Zeit. So. Runter auf dem Boden, Freunde. Da ist die Luft. Der Rauch steigt nach oben. Uma, weg. Das ist ein Fettarsch, sagen so, die einfach hier ist und so. Hier ist es noch. Cool. Defi, aber jetzt hast du dein Medipack weggepackt, Gronkh. Cool. Ja, was? Liegt am Boden. Dein Medipack liegt am Boden. Alter! Hey. Sind voll viele Gäste in der Hut. Alter! Weißt du, was ich mir jetzt hier hole? Was richtig geil. Einen runter? Nee, eine Peeple-Bomb. Alter, du bist so ein crazy Motherfucker. Was? Warum weißt du das? Dein Medipack liegt hier am Boden. Du hast das jetzt ein Defi mitgenommen. Achso. Hast du recht. War nicht so schlau. Hey ihr Leute. Ja, bitte. Hey ihr Leute von heute. Oh hey ihr Gott. Coolen Ultraspastis, wie geht Egal. Es euch heute? Level ist im Eimer. Warte mal, hier ist ein Telefon, Alter. Wir können Taxi rufen. Was? 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 Ruf ein Taxi, Alter. Ruf ein Taxi, schnell. Ey, lasst uns doch noch eine Runde abwarten. Es war doch so lustig gerade. Und wir haben erst so 12 Minuten oder so. Ja, oder 11 Minuten sogar. Siehst du, das ist aber... Aber wir machen es ja hier wieder, wenn wir... Mit der ersten Map ist das immer so. Mit der ersten Map ist das immer so. Aber es ist so wir schön, wieder hier zu sein. Wir können ein bisschen in der Lobby abchillen oder wir, genau. können Leute, wir können Leute hier wir nach unten und schießen. Nein, wir machen Günther ja auch. Talk im Turm hier. Hui, kuh, patz, patz. Talk im Turm. Alter, wie geil der da hängt. Guck mal. Das ist ja ein Kunstwerk hier einfach. Hängt der bei euch auch Felix. Da? Nö. Ach, schade. Lasst uns schade. Einfach hier Talk im Turm irgendwas, eine Talkshow machen, schnell. Ich fand's eigentlich ganz cool, das Level, weil das so dicht war, bei den ganzen Feuereffekten. Weil so du so dicht warst, meinst du? Nee, ja, so wie dein Arschloch. Ey, ich alleine? Also nicht so weit offen wie deiner, sondern eher so zugekniffen, wie so ein Angstauge, meinst du, oh ja? Oh mein Gott, ey. Die Zornrosette halt, ne? Genau. Ey, was so. Macht ihr? Warum macht ihr keinen Talk im Turm mit mir? Ihr müsst euch hier hinsetzen. Ja, dann halt. Ach so, sag das doch. Ja, so richtig hier Talkrunde. Warte mal, geht das überhaupt? Nee, aber es sieht fast so aus. So. Es sieht nicht mal annähernd so aus. Steht doch jetzt so in der Mitte von diesem Sessel irgendwie so rum. Ja, sieht ja, super hallo, aus. Hallo, liebe Anwesenden. Es ist wieder einmal Donnerstagabend. Und das heutige Thema ist die politische Brisanz der Veränderung. Du aber wirst doch jetzt. Das war ja total schlau. Ey, du bist ja voll der crazy Motherfucker. Dude, Alter, Bro. Was geht ab, Bro? Sag, komm, jetzt gehen wir hier rein und beenden die Folge. Ey, du ziehst voll das LP in die Länge, du geldgeile Sau. Vor allem, das ist ja eigentlich voll die sinnlose Aussage, ne? Ja. Weil wenn du das LP umso länger du eine Folge machst, umso mehr zeigst du eigentlich. Oh. Yeah! Was? Hey, ich bin so ein Loser. Ey, das hätte ich ja nie gedacht. Ja, du hast die Kettensägen-Power. Ach stimmt, ich habe ja Kettensägen-Massaker hier, Motherfucker. Genau. Guck mal, du crazy Shit. Du crazy Shitface. Ach ja, das war wieder schön. Das war auf jeden Fall richtig hier Zombies schnetzeln, Freihaus heute im Infektionszentrum Wanne Eickel. Genau, so sieht's nämlich auch in Wanne Eickel aus. Ja, wenn der Rumpel da war und Rumpels Oma auf jeden Fall. Immer meine Oma. Rochelle war nicht so gut, ne? Nee, also ja, da war die Zoe wesentlich besser. Da muss ja, die Zoe nicht, war einfach. Das kann man nicht sagen. Ey, kommt, Leute. Jetzt doch, die Zoe war zurück, super. Ja, die Zoe vermisse ich auch natürlich. Also, die Röchel, ganz ehrlich, die Röchel hat ja ganz schön abgelust. die war auch nur am Rauchen. Rochelle Leute. Heißt die Rochelle. Jetzt, die ist die ganze Zeit nur Roshi. Oh Gott, bitte lass uns aufhören. Ja. Lass uns aufhören. Ich nehme jetzt mal einen Drink. Machen wir hier gleich weiter oder? Ja, wir machen jetzt eine kleine Folgepause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich mal behaupten, oder? Zombies brauchen keine Nieren, la la la, was? Wir können mal versuchen. Oh, das sieht schön aus da draußen, das ist Palmengegend und so. Da kann sich der Gronkh mal einen von der... Nee, lassen wir das sein. Hier, wir können auch mal den Hintern fotografieren, das ist doch die Lieblingsbeschäftigung von bei mit hier von Rochelle? Ach so. Ja, mit warte, Rochelle, zeig mal. Willst du ja Ghetto-Booty machen oder... Alter, guck dir den Sarazammer an, den notgeilen Bock. Ja, deinen Hintern guck ich mir voll nicht der an, du Fettsack. Ja, meinen kennst du ja auch schon. Ich weiß noch, als wir mal im Doppelbett geschlafen haben und am nächsten Morgen wundere ich mich, was ist denn das da? Und da hat der Sarazar sein Gesicht in meinen Arschbacken vergraben, weißt du? Das macht er nur wegen dem Aroma. Alter, ich hab echt... Ich kann gar nicht sagen, so fies ist die Vorstellung. Jetzt
du wieder auf dem Niveau von, von Far Cry. Willkommen bei unserem neuen LPT. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ich muss leider aussteigen jetzt aus dem Let's Play. Ich muss leider brechen, so ist das. Ja, das passt zu dem Bild, finde ich. Hier zu dem Bild passt das. Ja. Mit dem Arsch im Gesicht. Face Mask. Oh Mensch, du hast meinen Kumpel weggemacht. Der wollte nur... Verpiss dich. Ja, nee, den will ich rumholen mal aus dem Zweifel. Ach, jetzt habe ich dem Rumpi in den Kopf geschossen. Mhm, danke. So, wir enden mal die Folge und gehen dann gleich weiter, wenn ich dem Sarazar den Arsch versohle. Ich bin kurz kotzen. Bis gleich. Komm, jetzt sei doch ein bisschen netter zu mir. Komm, du bist doch eigentlich... Na gut. Nee, ich will nicht wieder in irgendeinem Arsch aufwachen, ey. Lass mich in Ruhe. Hier liegen zwar Schlafsäcke, aber wir, ne? Wir, Freunde. Gute Nacht. Tschö. Tschüss.